Alter Mann Kirche. Die Kirche ist wie ein alter Mann. Er hat schon in seiner Jugend die Mitmenschen malträtiert. Er hat seine Brüder und Schwestern getreten und geschlagen. Er hat seine eigenen Kinder missbraucht und ständig seine Frau erniedrigt. Es kamen krumme Geschäfte hinzu, die er bis heute betreibt. Er hat im Laufe seines Lebens viele Menschen gefoltert und getötet. Er hat das Morden als heilig erklärt. Er hat geheuchelt und gelogen, bestochen und betrogen. Ihm war jedes Mittel recht, um Elend über seine Mitmenschen zu bringen. Er hat einfache Familien ausgeraubt und ihre Häuser und Dörfer niedergebrannt. Er hat auf dem gesamten Planeten Frauen, Männer und Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Er spricht am Tage und handelt in der Dunkelheit. Teile und herrsche war und ist sein Prinzip. Schuld und Sühne, Opfer und Sünde, das sind seine Lieblingsbegriffe, um Menschen zu verwirren und einzuschüchtern. So schwarz seine Kutte ist, so schwarz ist seine Seele, doch diese Seele bedeckt er mit prunkvollen goldenen Kostümen. Er spricht von der Hölle im Jenseits und hat im Diesseits den Menschen stets die Hölle bereitet. Er verspricht das Paradies im Jenseits und zerstört das Paradies im Diesseits. Er predigt den Menschen die 10 Gebote, die er selbst missachtete. Er predigt Wasser und trinkt den köstlichsten Wein aus goldenen Krügen. Was soll ein Menschenkind von seinem Vater halten, der ihm Demut predigt und selbst in Hochmut lebt? Er spricht von Jesus als einem mittellosen Menschen mit göttlichem Antlitz und Geist, und selbst hält er fest an Gold und Reichtum. Jesus hätte ihn schon längst aus den Tempeln gejagt. Er spielt sich als allwissend und unfehlbar auf. Die Fragen der Menschen, wer bin ich, woher komme ich, benutzt er, um seine Macht zu festigen. Er hat das Wissen, das er besitzt, über Jahrtausende gesammelt und in seiner geheimen Gruft begraben. Er hütet es wie einen Gral. Er hangelt sich von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrtausend zu Jahrtausend und will ewig herrschen. Es wird ihm nichts nützen, denn die neue Zeit hat bereits begonnen, im Zeichen des Wassermann. Dieser alte Mann steht nun mit unschuldig dreinschauenden Augen da, seine Stimme klingt sanft, doch sein Herz ist aus Stein. In seinen tiefschwarzen Augenhöhlen lauert er danach, seine Macht weiterzutreiben, doch sein Lügengebäude bröckelt und wird in sich zusammenfallen. O ihr alten Männer, ihr wollt dem Menschen Glauben machen, im Namen eurer Götter zu töten. Solange ihr die Macht habt, kann es keinen Frieden geben. Eure Zeiten sind abgelaufen. Die wahre Macht heißt Liebe.